Es gibt also noch Gelegenheit zur Nachbesserung. Liebe Zuschauer, die folgende Geschichte klingt so ungeheuerlich, dass wir sie erst gar nicht glauben wollten. Ein Saatgutkonzern hat es geschafft, ein Patent auf eine natürliche Pflanze zu bekommen. Und zwar auf ganz normalen Brokkoli. Die Entscheidung dafür fällte das Europäische Patentamt und könnte gravierende Folgen für Landwirte und Verbraucher haben. Es gibt Erfindungen wie die von Edison. Die sind ihr Patent wert, leuchtet sofort ein. Aber ein Patent auf Gemüse? Ohne Gentechnik drin, sondern biologisch gezüchtet, aus Zutaten, die Gott oder die Natur schufen. Das ist irgendwie paradox. Das schenkt uns die Erde und das kann man nicht patentieren. Klar kann man das. Der Saatgutriese Monsanto beantragte ein Patent für einen besonders nährstoffreichen Brokkoli. Das Europäische Patentamt und seine oberste Beschwerdekammer haben lange überlegt. Das Ergebnis? Das gewünschte Patent. Die große Beschwerdekammer hat entschieden, dass auch wenn die Züchtungsverfahren, die konventionellen Züchtungsverfahren zur Herstellung von Pflanzen nicht patentierbar sind, dieser Ausschluss der Patentierbarkeit sich nicht erstreckt auf die Pflanzen. Das heißt, die Pflanzen, die so hergestellt werden, sind patentierbar. Was hier so komplex klingt, enthält bei genauerem Hinsehen einen klaren Widerspruch. Denn laut EU-Patentkonvention kann eine herkömmliche biologische Züchtung gar nicht patentiert werden. Das Erzeugnis davon jetzt allerdings schon. Kommt das nicht auf das Gleiche raus? Patentgegner sind verärgert. Das ist schon eine haarsträubende Entscheidung. Das Europäische Patentamt hat hier im Interesse der Industrie entschieden. Es bekommt offensichtlich hier keine Balance hin zwischen Interessen der Gesellschaft und denen der Patentanmelder. Und vom Inhalt her ist sie völlig abstrus. Und nicht nur das. Diese Brokkoli-Entscheidung durchkreuzt geltendes deutsches Recht. Denn Deutschland regelt die Patentfrage so, dass Patente für Pflanzen und Tiere als Erzeugnisse ausgeschlossen sind. Und deswegen könnte man Brokkoli auch nicht patentieren. Das Problem mit dem Urteil ist, dass es ein Präzedenzfall ist. Das heißt, alle anderen ähnlichen Patentanträge werden nach diesem Muster jetzt entschieden. Und darauf haben sich große internationale Konzerne schon vorbereitet. Hunderte ähnliche Patentanträge sind bereits in der Pipeline und warten darauf, dass sie grünes Licht bekommen. Ein Tomatenpatent, Kartoffel, Hopfen, Soja. Ein ertragreiches Geschäft für das Patentamt. Denn das verdient an jedem erteilten Patent mit. Und der Konzern sowieso. Der kassiert rund um das Gemüse Lizenzgebühren, von der Suppe bis zum Samen. Und jeder Gemüsegärtner, der die Sorte anbauen will, muss dafür zahlen. Naja, das wäre auf jeden Fall ein sehr hohes finanzielles Risiko, eine Belastung, die wir neben allen anderen Bedenken eigentlich nicht kalkulieren können. Verbraucher, Gärtner und Bauern, einfach alle könnten in eine Abhängigkeit von wenigen Konzernen geraten, wenn die Patentierung quer durch Gärten und Äcker nicht gestoppt wird. Biolandwirt Georg Hahn kann kaum glauben, dass diese gravierende Brokkoli-Entscheidung einfach so durchgegangen ist. Wir haben eine Demokratie, die Bevölkerung will es nicht haben, die Parteien setzen sich dafür ein und jetzt kommt eine Entscheidung, dass ein Konzern langsam in die Prozesse eingreifen kann der Lebensmittelherstellung. Also, das ist schon der Hammer, oder? Doch was sagt eigentlich die Bundesregierung zu der Brokkoli-Entscheidung, wo sie doch erklärtermaßen gegen Pflanzenpatente ist? Sie schreibt, das Bundesjustizministerium prüft diese Entscheidung. Danach wird darüber entschieden, welche Schritte ergriffen werden. Klingt nicht nach einem handfesten Plan. Wenn die Politik der Patentflut aber keinen Riegel vorschiebt, was kommt als nächstes? Ein Patent auf Luft vielleicht?